Hallo und herzlich willkommen bei der Folge unter dem Motto: Wie baue ich mein Haus wieder auf nach dieser gescheiterten siebten Nacht? Ja, erstmal hier. Uiuiuiui. Euch würde ich jetzt ja gar nicht hier haben. Kommen wir irgendwo noch ins Haus rein von der Seite hier? Ne, wohl nicht. Mann, ey, das sieht hier aber auch aus. Schön vorsichtig in den Keller. Denn wir brauchen jetzt nun mal noch ein bisschen Wo haben wir sie denn, die Eisenspitzen? Da sagen wir mal, machen wir erstmal 60 Stück. Ach, ich habe auch noch den ganzen Ramm schon alles drin. Was wir quasi wieder aufnehmen wollen möchten. Gut, die Kerzen, die können wir eigentlich wohl hier drin lassen. Die brauchen wir ja doch zwischendurch hier ein wenig. Oh, Nägel. Schmiedestes Eisen. Erdbohrerteile. Das ist natürlich auch nett. Blei und Eisenrohr. Das kann auch hier alles weggemacht werden. Ja, und so wie es aussieht, war es das auch schon jetzt hier mit dieser Truhe. Oh. Ja, Erdbohrerteile packen wir auch erstmal noch mal mit hier rein. Oh, Eisenpfeile für die Armbrust. Schön. Oh, wir haben hier sogar noch ein paar Pfeilspitzen aus Eisen gehabt. Egal. Halb so wild. Die können wir an anderer Stelle auch noch gut verwenden. Aber jetzt haben wir hier noch Blei. Jetzt machen wir einmal hier oben gucken. In die überaus gut gefüllte Truhe. Noch Stahl. Griechenland oder was lief da jetzt noch rum? Ich glaube wohl. So, Lagerkiste. Ja, Glas, Plastik, Duct Tape. Bruchsand, ja, ich hab's kann. Ah, nee, ich muss sowieso ja nach unten laufen. Ich muss auch die ganzen Waffen alle wegpacken. Kann ich es doch wieder unten mit einlagern. Ah ja, das Schießpulver, das muss auch noch unten. Ein paar Getränke haben wir auch noch. Bier für unseren Bierkühlschrank. Das ist auch wichtig, dass der schön gefüllt wird. Ein bisschen Futter.
Oh ja, die andere Schatzkarte, die wir doppelt haben, packen wir auch mal mit hier vorne hin. Ach, vom Feuer gewärmt, ja. Das ist ja alles schön und gut. So, und der Compound-Bogen packen wir auch hier hin. Schaufel. Das Holz lassen wir auch mal hier. Das brauchen wir nicht unbedingt. Ach, Glaskrug. Shit egal. Ey, komm schon. Hüpf da jetzt mal hoch. So. Ein bisschen schneller in die Bude rein. Jetzt ist auch egal, wenn ja alles kaputt ist. So, ein bisschen Futter auch auffüllen. Kriegst jetzt ja was zu trinken, ist ja gut. Dann wollen wir jetzt gleich erstmal zum Händler gehen und unsere schicken neuen Werkzeuge abholen. Ah ne, stimmt, da vorne kamen wir ja nicht mehr so gut raus. Die neuen Werkzeuge haben, dann möchten wir natürlich gucken, dass wir jetzt auch wirklich fix an mechanische, elektronische Teile rankommen. Einmal um uns den Schmelztiegel zu erstellen, damit wir wieder Stahl erstellen können. Ja, dank dem Patch, der rauskam, können wir das jetzt nicht mehr. Wir brauchen den Schmelztiegel, aber da wir vorher schon gespielt haben, könnten wir das wirklich machen und haben uns da auch erstmal schon mal einen guten Vorrat gemacht. So, was hasse ich hier alles für uns? Und ein bisschen Eisen, hier den Schraubenschlüssel, der ist wichtig, das Wire-Tool. In Zukunft auch, jetzt gerade noch nicht. Wir müssen natürlich gucken, dass wir uns jetzt auch fix Generatoren basteln. Jetzt möchte ich einmal auf der Map gucken. Da hinten war der andere Händler. Da unten ging es in ein Schneegebiet. Dort hinten ist noch ein Fähnchen gesetzt. Dann gehen wir doch jetzt mal zu dem Fähnchen. Häuser etc. sehen wir unterwegs sowieso, die wir noch ein bisschen ausschlachten können, inklusive Auto standen hier sowieso rum. Da hinten steht schon das erste. Sollen wir mit dem Schraubenzieher eben platt machen und mit dem Schraubenschlüssel. Dazu, dass wir wieder jede Menge Aloe Vera auch mitnehmen. Ja, da fliegen halt schon mir die mechanischen Teile entgegen. Das ist natürlich richtig spitze. Werden wir später mal gucken, dass wir jetzt eine Werkbank mit allem drum und dran auch vielleicht bei uns in der Basis bauen und nicht wieder jedes Mal zum Händler laufen. Je nachdem, wie viel mechanische Teile uns dieser Spaziergang jetzt hier heute auch bringen wird. Ach ja, der mit dem Herzkasper. Ey.
war so glücklich über unseren anderen Bogen. Das können wir den Moment leider nicht nutzen. Du bist aber auch ein harter Hund, ne? Sonst aber keiner hier. So, ein bisschen Ausschau halten, ob hier schon die nächste Karre irgendwo steht. Ich hoffe ja mal, mit 68 Pfeilen habe ich jetzt hier nicht zu wenig mitgenommen. Schade. Wie bitte? Eine Schrotflinte? Eine abgesägte. Ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt ist, wenn wir jetzt dieses Schrotflintenfeuerteilgerät bauen möchten. Das auch mit einer abgesägten geht oder ob das nur mit der normalen Schrotflinte geht. Wenn das natürlich funktioniert, hätten wir natürlich unsere erste Selbstschussanlage. Das wäre natürlich verdammt nice. Haben wir eigentlich schon Motoren gefunden? Wir bräuchten nur einen Motor. Jawohl, haben wir auch jetzt gerade anscheinend gefunden. Wir brauchen nur einen Motor, damit wir Generator basteln können. Was bedeutet, damit wir auch Strom haben? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Keine Zeit für euch. Ich bin hier richtig im Stress. Das könnt ihr mir mal glauben. Alles hier auseinanderbauen. Waschbecken. Hast du irgendwas Mechanisches an dir? Da oben fliegt er noch, ich würde sagen, der Schatten auf dem Boden, der sah jetzt aber schon ein bisschen bedrohlicher aus. Nett, hier ist noch ein Auto. Ja, für mechanische Teile sieht das auf jeden Fall sehr lukrativ aus, was wir hier treiben. Schau mal nach 36, 15, 3. Oh.
Eine wunderschöne, starke Batterie, aber dafür. Das natürlich auch. Durchaus. Ja, es wird noch ein Händler sein. Das gibt's doch gar nicht. Das ist auch schon fast jetzt vor Orsche, dass wir jetzt hier drei Händler so dicht beieinander haben. Das jetzt so richtig ist. Naja, sei mal dahingestellt. Ich möchte auf jeden Fall noch einmal über den Berg gucken. Ja, da sprang noch ein Zombie hoch. Ist denn er für einer Bergbauarbeiter oder? Nee, so ein Cowboy-Zombie, so sieht er aus. Ja, die Glatze, die leuchtet genau wie so ein Helm. Oh, eine Aufgabe. Töte ein paar Hirsche. Bist du schon ein paar? Nee, ne? Oh, schön, unser Inventar ist anscheinend voll. Das kann weg. Das Holz kann auch weg. Jetzt wird das Holz wieder aufgesammelt, so ein Mist. Das wollte ich ja gar nicht. Weg mit dir, weg mit dir. Was habe ich gerade gesehen? Jetzt haben wir noch einen relativ schwachen Motor gesammelt. Das ist ja eigentlich halb so wild, denn den können wir sehr gut benutzen, um uns einen Betonmischer zu bauen. Dafür müsste der sehr gut sein. Eine Runde Mülle, 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 Mülle. Ich weiß nicht, ob ich wieder zu doll stinke wegen dem Fleisch, ob sie gleich sofort wach werden. Jetzt reicht's aber mit euch hier. Ah, da draußen kriegt noch einer rum. Oh, was haben wir in der Kiste? Kühlschrank. Ja, Farben und Dosen und komm schon, nimm die Farbe jetzt mit. Die Pflanzenfaser brauchen wir nicht. Komm, Aloe Vera kann auch weg. Stofffetzen können eigentlich auch weg. Da habe ich die Stofffetzen gerade weggeworfen und schon sammle ich die nächsten Stofffetzen. Oh, noch mehr Eisen. Doch noch nicht.
Vorne ist noch ein Licht, auch ein Medizinschrank. Einmal hier oben hoch gucken. Ein bisschen auch so zu zappeln beim Laufen. Wer läuft denn in so Schlangenlinien? Gibt's doch gar nicht. Quäl dich hier hoch, los, quäl dich hier hoch. Hinterm Berg ist jetzt eine Stadt. Hinterm Berg ist eine Stadt. Wir wollen unbedingt jetzt eine Stadt haben hier in der Nähe. Ja, die Straße, die sieht an sich ja schon mal vielversprechend aus. Aber es ist 15 Uhr, wir müssen leider wieder Richtung Heimat. Zusehen, dass wir da jetzt noch fertig werden mit unserem Wiederaufbau. Wir müssen noch Lehm unterwegs sammeln. Das ist noch ziemlich wichtig. Dann gucken, dass wir die Werkbank, den Betonmischer und alles bauen, den Schmelztiegel und dann uns auch ransetzen, dass wir den ersten Generator bauen und anfangen, ein wenig Strom zu erzeugen. Oh, 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 so ein Direwolf. Großer Schwatter, fieser. Da muss man von fern halten. Ne, mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Wo ist eigentlich mein Ach, da hinten war mein Händler. Gut, dann geht es in die Richtung heim. Füllt Jucker nicht? Ja doch, gut. Füllt unsere Ausdauer ein wenig auf. Schön. Das meinte ich doch. Ah, war zu langsam. Das war daneben. Oh, wir haben seine Stiefel. Wir haben seine Stiefel. Die sind aber nicht besser als unsere. Oh, unsere Warteschlange ist voll. Das Messing, das brauchen wir mal ewig. Ist das denn hier auch hier so ein Stripper-Zombie? Der ist auch neu. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Oh ja, jetzt noch so ein paar hier schon unterwegs. Das wäre auch noch klasse. Vorne haben wir noch ein Auto. Da, das schaffen wir. Da
liegt denn hier alles jetzt noch? Oh, Benzin liegt hier noch. Ey, auf damit. Kommt zu mir, kommt zu mir, kommt alle zu mir. Das Benzin, das möchte ich auf keinen Fall liegen lassen, denn unser erster Generator wird nun mal einer, der mit Benzin angetrieben werden wird. Das bedeutet natürlich, wenn wir was nicht liegen lassen können, dann ist das Benzin. Also, krabbeliger. Noch ein Auto. Und jetzt müssen wir immer auf dem Map gucken, wo wir Lehm haben. Und auch noch so eine riesengroße Runde mitnehmen. Platz für Lehm. Komm, Leder kommt weg. Das ist hier nicht. Blei. Das brauche ich nicht so dringend. Da. Hast du gerade diesen Joker zerhauen? Spinnst du nur, weil du jetzt hier nicht du so gut durchkommst, kannst du anfangen, welche Pflanzen zu zerschlagen. Blöd, Mann. Was? Ich würde doch nur Lehm sammeln. Gibt mir schon wieder zuerst Pflanzenfasern in der Hand. Bin doch. Oh, 105 mit einem Schaufelschlag. Das ist aber derbe. Haben wir jetzt schon 2400. Das kann sich sehen lassen. Lohnt sich auf jeden Fall jetzt hier die Tasche erstmal voll zu machen. Beziehungsweise bis jetzt 4500. Ich würde sagen, das sieht so komisch aus, aber ich laufe natürlich auch in die falsche Richtung. Ja, und ich würde sagen, wir beenden jetzt auch hier diese Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Gleich geht's los mit dem großen Wiederaufbau für die Nacht. Wir müssen zusehen, dass wir uns wieder ein bisschen schützen vor all dem, was denn da noch so kommen wird. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst mir gerne ein Like da.
Ist das unser Haus, was da hinten so leuchtet? Anscheinend ja. Anscheinend ist da vielleicht jemand drin und ruft nach Hilfe. Ob das so ist, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich würde sagen, bis dahin und tschüss.